Wenn das Brot, das wir teilen, als Rose blüht und das Wort, das wir sprechen, als Lieder klingt, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut und er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfällt. Christus zeigt und die Not, die wir lindern, zu Freude wird, dann hat Gott unter uns schon sein Haus gebaut, dann wohnt er schon in unserer Welt. Ja, dann schauen wir heute schon sein Angesicht in der Liebe, die alles umfängt. Hallo. Der kommende Sonntag, das ist der 11. Juli, der 6. Sonntag nach Trinitatis, ist ein Sonntag mit einem Gottesdienst um 10 Uhr hier in St. Jakobus. Und der Predigttext ist ein Text, den wir jedes Mal lesen, wenn wir eine Taufe haben. Er steht bei Matthäus im 28. Kapitel und wird als Taufbefehl mitunter bezeichnet. Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und lehret alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Diesen Text nur als einen Taufbefehl zu verstehen, ist ja tatsächlich verkürzt. Denn wir lesen weiter, dass das Gebot nicht nur die Taufe ist, sondern eben auch das Lehren. Alles halten, was Jesus selbst befiehlt. Taufe und Unterricht gehört also zusammen. Taufe ist ein Schritt in die Nähe Gottes zu halten, was Jesus uns gebietet, ist ein weiterer Schritt in die Nähe Gottes. Und die Aufgabe der Kirche und der Gemeinde zu allen Zeiten, aber eben auch heute, ist genau diese, dass wir lehren, was Jesus sagt. Und nun ist zum dritten Jahr dieser in Anführungsstrichen Taufbefehl verbunden mit einer Zusage.
Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Das also, wo immer wir hingehen, wo immer uns das Zeugnis hinbringt, Jesus bei uns ist. Und zu welcher Zeit auch immer wir verkünden oder taufen oder lehren, Jesus ist bei uns. Das ist die schöne Aussage, die sich hinter diesem Gebot der Taufe und des Lehrens verbirgt. Im Vertrauen darauf, dass Jesus bei uns ist, gehen wir in unser Leben und wir leben in dieser Gemeinde. Herzlich willkommen zum Gottesdienst am Sonntag um 10 in St. Jakobus. Dort erfahren Sie mehr. Alles Gute.